Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr stellte ein Passant in der Siegener Oberstadt Brandgeruch fest und bemerkte daraufhin dunklen Rauch aus einem Modegeschäft. Die sofort alarmierte Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Ladenlokal und bekämpfte hier einen Schwelbrand, der bereits sämtliches Inventar beschädigt hatte. Der Rauch breitete sich bis in die darüberliegenden Wohnungen aus, die von der Feuerwehr mittels Drehleiter kontrolliert wurden. Schäden entstanden dort aber nicht, verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Schadenshöhe im Bekleidungsgeschäft hingegen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro. Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt.